Kompliment an meine Mannschaft. Sie haben einen sehr guten Gegner geschlagen und da geht gleich das zweite Kompliment an den Gegner. Eine Mannschaft, die zu Recht Minsk hinter sich gelassen hat, zu Recht Estudiantes hinter sich gelassen hat, zu Recht den Supercup gewonnen hat in Polen. Das zeigt schon, welche Qualität diese Mannschaft hat. Sicherlich auch bedingt durch die enorme Kontinuität, die sie haben. Das zeigen sie immer wieder, dass sie in jeder Situation wissen, was sie zu tun haben und damit gerade zu Beginn einer Saison den meisten Teams auf dem Sektor überlegen sind. Aber wie Andi schon gesagt hat, ich denke, dass wir letztendlich die tiefere Mannschaft waren. Wir konnten heute auf 11 Spieler zurückgreifen. Das ist ein Luxus, den wir dieses Jahr erstmals hatten. Und von den 11 Spielern war jeder zu seinem Zeitpunkt ein wichtiger Faktor für diesen Sieg. Und da freue ich mich gewaltig für die Mannschaft. Ich freue mich für unsere Fans, dass wir auch in dieser Saison wieder Champions League Basketball in Bayreuth sehen werden.